Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Wir befinden uns hier mitten auf Kashyyyk im, wie ist das Gebiet jetzt noch? Am Ursprungssee, lol. Hab mich verlesen. Und wir treffen uns jetzt hier mit, jetzt habe ich den Namen auch schon wieder vergessen, Carful? Ist schon 5 Minuten her, Leute, dass wir an dem Punkt hier waren. Naja, jedenfalls werde ich jetzt die Kamera deaktivieren und dann schauen wir mal, Tarful, so hieß er, was Tarful uns zu sagen hat. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Schön, dass du da bist. Das ist Häuptling Tarful. Ich habe eine Mission von Meister Cordova. Er hat nach einem Sepho-Artefakt gesucht. Es könnte die Jedi-Ritter retten. Cordova fand Weisheit im Wipfel des Ursprungsbaums. Suche dort nach Antworten. Er ist riesig. Wo soll ich überhaupt anfangen? Vielleicht findest du über die Wurzeln einen Weg nach oben. Aber die sind unter Wasser. Nimm das Atemgerät. Danke. Was werdet ihr jetzt tun? Das Einzige, was wir können. Weiterkämpfen. Viel Glück. Vielleicht bis bald. Erkunde Gebiete unter Wasser. Ich hatte in der letzten Folge auf dem Anfangsplanet. Ich vergesse, ich habe echt Namen und ich, das passt nicht so richtig. Auf dem Anfangsplanet haben wir ja die eine Stelle gesehen, wo ich noch gefragt habe, kann man hier tauchen? Und ich denke, wenn man jetzt da zurückgeht, kann man vielleicht was Neues entdecken, indem man da taucht. Auf jeden Fall eine coole Sache. So, hier oben geht es eh nicht wirklich weiter, ne? Nee. Wir haben jetzt nur hier unter Wasser eine Öffnung. Und hier hinten ist noch irgendwas Gelbes. Kommen wir da zurück? Weiß es nicht. Aber das Gute ist, dass wir schon mal ein Atemgerät haben. Das bedeutet, wir müssen uns hier nicht mit so nervigen Dingen wie Sauerstoffkalkulationen rumschlagen und so. Aber zurück kam ich hier, glaube ich, nicht so einfach, ne? Ah, ich glaube nicht. Dann tauchen wir da einfach mal entlang und gucken, was wir so finden. So. Na, guck mal, da unten leuchtet irgendwas und das ist so eine Kiste. Also, wir müssen jetzt gleich komplett in die Wipfel klettern. Etwas, das wahrscheinlich schwierig wird. Ja, wir tauchen hier erstmal auf. Okay. Oh, ich wollte mich hier gar nicht einmischen. Was hatte ich dir gesagt? Verlangsamen, ne?
Oh, da kommt, da mischt sich der zweite ein. Das gefällt mir nicht so gut. Er lebt noch immer? Lol. Das war jetzt gemein. Okay, diesen Angriff von denen können wir auf jeden Fall auch parieren. Nicht mal Tafun konnte sie ewig fernhalten. Sie werden erst aufhören, wenn alle ausgelöscht sind. Okay, jetzt sind wir hier in einer Höhle gelandet. Oh, ungünstig. Keinen Bock auf diese Pflanzen. Okay, hier muss ich schnell sein. Und da oben kommen wieder solche Pflanzen. Bei den Dingern kriege ich Gänsehaut. Lehn dich mal nicht so weit aus dem Fenster. Okay, es hätte fast funktioniert mit dem Granaten zurückwerfen. Wir haben einfach den ganzen Gegner zurückgeworfen. Was haben wir da denn? Okay, die Pflanzen kann ich nicht durchschneiden. Aber da muss ich ja irgendwie hinkommen. Oh nein, ich habe noch keine Macht. Hey BD, was ist das? Okay BD, was ist es? Wieder eine neue Schwerthülse. Das ist echt ein bisschen schade, dass diese Kisteninhalte so irrelevant sind. Das einzige Nützliche, was man halt schon mal findet, sind Stimps, so, ne? Okay, da sind wieder diese Pflanzen. Aber die stecken wir ja weg. Oh, da haben wir irgendwas. Aber lass mich raten, das ist wieder... Ist vielleicht ein neuer Poncho oder ein BD-Skin. Was ist das, BD? Ein neuer Sender. Okay, irgendwas fürs Lichtschwert. Thank you.
Warum kann ich das Seil nicht anziehen? Wäre das Imperium auf Kashyyyk auch so hartnäckig, wenn wir nicht eingegriffen hätten? Die Jedi sollen Symbole der Hoffnung sein, aber ich habe die Inquisition hergeführt. Marie und Tarful bauen auf mich. Habe ich sie schon wieder gefährdet? Tja. Man weiß es nicht. Alter, was hat der denn da? Informiere die Inquisitorin. Ich beschäftige ihn. Oh ja, kämpfe! Holy shit. Das soll ein Jedi sein? Ich erschieße ihn. Großartig. Jemand alle vor? Okay, das ist ihm egal. Ja, Energie! Endlich! Ich will mehr! Okay. Er hat schon einen ordentlichen Axtschwung drauf, aber den haben wir ganz gut im Griff gehabt. Das hier ist Kashyyyk, wie ich es mir vorstelle. Tatsächlich. Diese Brücken, diese Baumhäuser. Das ist so dieses, was man aus den Filmen kennt oder auch aus, vor allem, ich kenne es vor allem aus Lego Star Wars, habe ich das im Kopf hier. Oh, Kacke. Ein Bossfight. Was ist das? Eine Baraka-Schrottrate spielt Jedi. Ich hab dem Großinquisitor gesagt, du wärst nicht so dumm, hier wieder aufzutauchen. Schon gar nicht, nachdem wir den Widerstand ausgelöscht hatten. Ich irre mich gerne. Okay. Festhalten! Bin ich hier richtig? Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Alter, was zur Hölle geht ab? Holy shit. Was ist das für ein Ding? Die neunte Schwester sucht uns. Ich melde mich. Andererseits hört sie die Übertragungen ab. Soll sich selbst rausfinden. Was hat er gerade gesagt? Die neunte Schwester? Aber holy shit, das war eine geile Passage. Das war die erste Rutschpassage, wo ich sage, holy shit, die war geil. Normalerweise bin ich ja eher Feind von diesem Rutschgedöns, weil es mich immer in die Verzweiflung bringt. Aber das war cool.
BD hätte es doch nicht drin sein sollen. Naja. BD dachte sich, er bleibt lieber auf unseren Schultern sitzen. So, klettere auf den Ursprungsbaum. Ist das hier der Ursprungsbaum? Wahrscheinlich. Ja, ich sehe schon wieder zu viele Gegner. Ups, das waren ein paar mehr Spinnen als erwartet. Kommen die hier runter? Okay, die Antwort ist... Vermute mal, das ist ein Nein. Bin gar nicht da, ihr Spinnen. Dann gehe ich lieber zu meinem Leuchtekäfer. Irgendwie lassen die mich da nicht so wirklich hoch, habe ich das Gefühl. Den haben wir da unten? Da war da noch irgendein Gegner? Ich weiß nicht. Also nur mit zwei Spinnen werde ich eigentlich fertig. Hm. Du bist jetzt natürlich scheiße. Ungünstig. Okay. Wie immer ist es ein bisschen problematisch, wenn so viele Gegner auf einem Fleck sind. Hey. Wir haben einen neuen Fähigkeitspunkt erhalten. Okay, das veranlasst mich jetzt tatsächlich dazu, direkt mal wieder hier runter zu gehen und mir eine neue schöne Fähigkeit auszusuchen. So, ein mächtiger Schub, mit dem er Gruppen durch die Luft schleudern und große Gegner zu Boden werfen kann. Den will ich. Lol. Habe ich die da runtergeschubst? Jetzt kann ich mich erstmal auf den hier fokussieren. War ja voll smart. Irgendwie spucken die hier gar nicht mit dem Gift, diese Gegner. Na, ihr da unten, seid ihr ein bisschen verwirrt? Irgendwie glaube ich, die wissen gar nicht so richtig, was sie mit ihrer neuen Umgebung anfangen sollen.
Der da oben steht immer noch einfach nur da rum. Ungünstig. Okay, jetzt haben wir die weggeräumt. Das ist schon mal sehr gut. Hier vorne chillt noch so eine Spinne rum. Oh lol. Nein, nein. Lass mich schön in Frieden, bitte. Das war überraschend, dass sie diesen roten Angriff eingesetzt hat. Oh, jetzt haben wir sie aber schon mal direkt aus dem Leben hier. aus dem Leben genommen. Wollte ich sagen. Willst du mal reinsehen? Ja, sehen wir es uns an. Hey, wo gehst du hin, Billy? Ich denke, Grease wird ihn mögen. Ich hoffe nur, er wird nicht so groß. Ach, wir haben eine Pflanze gefunden. Moment, ich habe ein Geräusch gehört. So. Ich habe eine Menge Geräusche. Aber ich weiß nicht von wo. Ach, ist das der Pilz gewesen vielleicht? Aber das eine Geräusch ist, glaube ich, der Pilz. Also mit Pilz meine ich dieses Blasending da. Keine Ahnung, was das genau ist. Diesen Sturmtruppler hat eine Kreatur hergezerrt. Ganz schön unheimlich, BD. Tja. Die Tierwelt von Kashyyyk. Ja, die Tierwelt hier ist schon beängstigend. Also als Heimatplanet hätte ich das ja auf jeden Fall nicht gerne. Okay, wir hätten einfach da unten lang gehen können. Naja. Also dafür dann Weg lang. Aber hier gibt es auch irgendwas zu holen. Hey, bitte. Sehen wir nach. Das ist eine Schlange. Ach ne, ein Wookiehorn. Ein handgeschnitztes Boschierhorn. Mit Einlagen aus wertvollen Metallen und Steinen. Die Komplexität der Arbeit legt nahe, dass das Horn einem sehr bedeutenden Wookie gehört hat. Ich würde das jetzt mitnehmen und dann würde ich da erstmal drauf blasen, wenn wir in Schwierigkeiten sind, damit die Wookiee-Armee kommt und uns rettet. Über Generationen pilgerten die Wookies zu seinem Wipfel. Der Baum führte sie. Ah, willst du kämpfen? Oh. Nur den ersten Hit vorbeigesetzt. Es
er da festgebackt eigentlich? Nee, er kommt raus. Okay. Oh, er kann doch giften. Schön hier jede Ecke abschauen, ob man irgendwas Verstecktes findet. Das hier könnte zum Beispiel irgendwas Verstecktes sein. Okay, vielleicht war es auch einfach der Weg. Jetzt konnte ich natürlich nicht schauen, ob es da unten noch andere Sachen gibt, aber was soll's. Wir wissen nicht, ob er freundlich ist. Das hat die 9. Schwester ausgeschaltet. Ach, das ist das fliegende Ding, das das Schiff runtergeholt hat. Die 9. Schwester ist schon tot? Ausgeschaltet, wirklich? Wow. Ja, doch, man darf Angst haben, auf jeden Fall. Mein Freund, als Tarful uns herführte, sprach er vom Shio-Vogel, einer herrlichen Kreatur. So. Er sagte, der Vogel beschützt den Wald. Er ist selten und fast schon eine Legende. Ich möchte mehr über diese Kreatur wissen, aber das Astrium muss Priorität haben. Hoffentlich kann ich zurückkehren und mit Tarful den Shio suchen. Okay, das heißt, eigentlich sollte der Vogel nicht gegen uns sein, weil wir ja nichts gegen den Wald haben. Allerdings wissen wir ja nicht, ob er das auch so einschätzt. Oh, was war jetzt los? Ist das eine Erinnerung? Oder was passiert hier? Steh auf. Neuer Versuch. Ich schaff's einfach nicht, Meister. Wirklich? Gut. Wenn du versagst, steh immer wieder auf. Das ist der einzige Weg zum Erfolg. Lass niemals zu, mein Schüler, dass Ego und Heuchelei dich bremsen. Lass los, was du zu verlieren fürchtest, und erhebe dich. Nun, auf ein neues. Ein Jedi-Salto in der Luft. Nice. Gut, komm jetzt her zu mir. Du schaffst das. Wir müssen nur immer wieder aufstehen, BD. Solange wir aufstehen, ist der Kampf nicht zu Ende. Endlich bin ich wieder da, wo ich vor der Auslöschung war. Vor Meister T'Pols Tod. Habe ich jetzt alle Fähigkeiten wieder reingeholt? Das würde ich jetzt der Aussage mal nach so erschließen. Cool. So, Kell hat seine Verbindung mit der Macht geheilt. Neue Fähigkeiten sind verfügbar. Oh, meine Verbindung mit der Macht ist wieder voll geheilt. Okay, das ist jetzt wohl das komplette Spektrum des Raumes. Hier rechts haben wir schon fast alles abgeschlossen. Wir können noch zusätzliches Leben mit Stimbehältern und Präzisionsausweichen. Was gibt's hier oben noch? Kell führt einen Spezialangriff aus, wenn der seinen Lichtschwerttyp wechselt. Oho, aber kompliziert. Was ist hier oben das? Erhöht jeden Lichtschwertschaden. Oh, den will ich auf jeden Fall haben. 3 Fähigkeitspunkte kostet er aber aktuell noch. Na, das sind schon noch ein paar nice Sachen. Maximale Macht erhöhen, verlangsamen, verbessern, Machtanzeiger auffüllen. Okay, ja, es gibt noch einiges, was wir hier holen können. Der Salto gefällt mir aber.
Hoho, hier schwingen ist auch nice. Nein! Ich dachte, ich schaff's nicht, aber ich hätte es so easy geschafft. Das ist der Vogel. Was geht bei dem ab? Ist der verletzt? Verletzt. Können wir ihm helfen? Kerl? Tarful, alter Freund. Jetzt begreife ich. Der Baum verbindet den Kern des Planeten mit dem Himmel. Oh, wir bewegen uns immer weiter nach oben. Hier muss man schön vorsichtig sein. Hey, bitte. Sieh's dir mal an. Was hast du da? Das ist von einem Wookie, der den Baum erkletterte. Eine Art Pest. Okay, da hinten die ganze Wand bewegt sich. Okay, was ist da oben? Da oben ist auch safe irgendwas. Moment, ist hier oben der Weg oder unten? Oben ist der Weg wahrscheinlich, ne? Oh, wie komme ich jetzt da dran hier wieder? Okay. Dann dürfte hier unten vielleicht ein Secret sein. Nein. Vielleicht ist da unten noch einfach gar nichts, wer weiß. Da unten irgendwas? So ein Affe? Da ist eine Kiste. Ach, ich kann auch einfach hinspringen von hier aus, oder wie? Ja gut, das vereinfacht das natürlich. Wer bist du denn? Hast du einen neuen Freund? Ein Tach? Der Tach ist ein auf Bäumen lebender Primat. Nicht selten suchen diese friedfertigen Kreaturen im Boden nach überreifen Früchten. Okay. Also er ist auf jeden Fall ein Lieber.
Ich wusste, dass du da reinspringst. Da war wirklich was drin. Ah. Alter, wie sich das hier alles bewegt. Aus dem Klon kriegen. Der Krieg endete hier nie. Alles, was wir getan haben, hatte es Bedeutung? Wo ist mein Ziel? Da hinten oben. Okay, hier muss ich einen Mehrfachsprung anwenden. Was ja zum Glück machbar ist, seitdem wir diese Fähigkeit hier haben. Okay, kann ich bitte geradlinig darauf zuschwingen? Danke. Ah, ich muss aufpassen, dass ich nicht an der Wand den Doppelsprung mache, weil dann verliere ich quasi den Kontakt zur Wand und muss wieder rangehen. Was war das gerade? Okay, wir ruhen uns aus. Aber Fähigkeitspunkte sammeln wir jetzt lieber mal. Oh. Ach, da hätte ich den Doppelsprung wahrscheinlich gebraucht, ne? Oh, ich bin zu niedrig unterwegs. Ah! Nein! Holy shit, Mann. Okay, da muss ich direkt höher ansetzen hier. Alter, ganz schön belastend diese Passage. Jetzt werde ich den Schweiß von den Händen wischen. Da ist der Vogel. Darf ich mich nähern? Wir können helfen, aber wir müssen vorsichtig sein. Ich will ihn nicht verschrecken. Hey, alles okay. Wir wollen dir nichts tun. Wir sind Freunde, ja? Freunde. Alles gut. Ein Teil des Schiffs der 9. Schwester. Wir müssen ihn entfernen. Das tut jetzt weh, okay? Tut mir leid. Danke, Billy. Das war's. Wow. Ja, es war das Mindeste. Okay, wir haben dem Vogel geholfen. Er hat uns zum Glück nicht einfach mal so aufgefressen. Etwas, wo ich sehr dankbar darüber bin. Was hast du gefunden? Was gefunden? Die Luft? Mein Freund, nie war ein Ausblick schöner als auf dem Wipfel dieses Baumes. Beim Klettern hatte ich Zeit, um nachzudenken. Es war der Wille der Macht, dass ich Bogano finde und jetzt hier bin. Vor mir liegt eine große Reise. Mhm. Du musst es einfach wissen, stimmt's? Was hast du da? Eine neue Mantis-Lackierung. Einfach so in der Box gefunden. Aha.
Oh, können wir auf dem Vogel fliegen? Jetzt bin ich aber gespannt. Du nimmst uns mit? Holy shit. So viel hat das Imperium noch nicht angerührt. Das war nice. Oh, er ist weg. Danke, Vogel. Guter Scan, BD. Gut, wir können auch ein rotes Lichtschild machen. Das ist ein Premium-Inhalt. Aha. Ja, keine Ahnung. Ist mir egal, wie mein Lichtschild aussieht. Suchst du was? Habe ich es gefunden. Das Astrium. Wie Sepho-Weise es vor Jahrtausenden benutzt haben. Hier in meiner Hand ruht ein Teil galaktischer Geschichte. Oh, dafür kann ich Tarful niemals genug danken. Weißt du, was das bedeutet, mein Freund? Wir müssen nicht zurück nach Datomir. Die Dunkelheit hat jeden Versuch vereitelt, das Astrium in Kujets Grab zu finden, aber die Macht... Die Macht bereitet uns einen neuen Pfad. Kujets Grab. Kujets Grab. Mhm. Was sagt ihr, wir müssen nicht zurück nach Datomir? Was ich mich eigentlich momentan frage, ist, hätte ich schon... in Datomir sein sollen mal? Bin mir unsicher. Aber eigentlich hat mich die Story ja noch nicht so wirklich nach Datomir geleitet, oder? Das kommt bestimmt noch. Ah, da ist unser Freund der Bird wieder. Was macht der denn da unten? Können wir mit ihm spielen? Hallo. Hab ich dich wieder? Du schadest niemandem mehr. Ich weiß gar nicht, warum die zweite Schwester dich für so wichtig hält. Sie mag Souvenirs, aber Erinnerungen sind mir egal. Und ganz ehrlich, du bist meine Zeit nicht wert. Also machen wir schnell. Ungünstig. Greifst du mich jetzt an? Komm schon! So, okay. Ja.
durch die Haut gegangen. Nicht mit mir. Okay, ihre Macht hat irgendwie bessere... Okay, da muss ich zur Seite weggehen. Ihre Macht hat, ist irgendwie stärker als unsere Macht, glaube ich. Kacke zur Seite kommt weg. Die Angst, das gefällt mir. Ein Jedi? Ist doch das Gleiche. Oh, Rip. Bitte, stimmt. Nein! Genau nicht mehr das, was sie mal waren. Ich bin doch ausgewichen. Hilf mir bitte! Oh, er ist schnell! Ist nicht mal durch die Haut gegangen! Ach, Kacke, falsche Taste. Nein. Wirf mir ein Stim zu. Du bist voller Überraschung. Das war gar nicht. Ich hätte auch Angst vor mir. Nein, ich weich doch aus. Leute, warum hat das... Natürlich hittet das sie nicht. Greifst du mich jetzt an? Komm schon! Oh.
Kacke, was ist das denn? Okay, da muss man drüber hüpfen. Hierher, BD! Ah, das sieht nicht so gut aus. Nein, ich hab doch verlangsamt. Komm her, wir sind noch nicht fertig. Inquisitorin weiß ich, dass kein Rückschlag zu groß ist. Wenn du dich selbst verloren hast, dann ist dein Arm das Geringste. Weißt du, ich war auch ein Jedi. Ich würde dich gerne anwerben. Und verbrechen sie wie den Rest von uns. Ist es Zorn? Darauf folgt Isolation, Folter, Verstümmelung und deine Freunde! Von denen lässt du die Finger, verstanden? Niemand stoppt das Imperium! Aber dich schon! Ja, das war das Ende eines Inquisitors. Wir dachten, du wärst tot. Dir geht's gut. Wir müssen zurück. Sie und Grease erwarten uns. Sie sind viel zu gnädig. Wäre ich jetzt in der Rolle gewesen, ich hätte direkt enthauptet. Bei der ersten Gelegenheit. Danke, Vogel. So, wir haben die 9. Schwester besiegt im First Try. Das war, ich bin schon ein bisschen stolz auf mich. Hatte ich nicht unbedingt mit gerechnet. Wir haben 2 Fähigkeitspunkte, okay. Mal schauen, was wir damit so anfangen können. Was erhöht denn meine Macht? Das klingt ja eigentlich ganz sinnvoll. Einfach mal die maximale Macht zu erhöhen. Okay, wir können jetzt gleich unseren Mates unser Ergebnis vortragen, aber das machen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Diese Folge ist echt viel passiert, wir haben eine Inquisitorin besiegt, das erste Mal, dass wir das geschafft haben in diesem Game, ne? Ja, doch, müsste das erste Mal sein. Sehr nice, jedenfalls bin ich echt happy, dass das funktioniert hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin, macht's gut, Leute.